Dankeschön. Hallo zusammen. Dann erstmal danke für die reizende Anmoderation. Freut mich sehr, hier zu sein. Freut mich auch total, die Keynote halten zu dürfen. Als mich Björn vor ziemlich genau einem Jahr gefragt hat, bin ich echt fast rot geworden vor Freude und Begeisterung. Und weil ich schon seit ein paar Jahren aufs PO-Camp gehe und da immer irgendwie gerne Besucher bin und an Sessions teilnehme und das eine sehr tolle Sache ist. Und ich, genau, habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich gefragt wurde und mache das natürlich gerne. Und ich beglücke euch heute mit einem Thema, wo es auch ein bisschen um Teams geht und um Zusammenarbeit, wo es aber vor allem um Produktentwicklung gehen soll, was ja vielleicht bei Product Ownern als Publikum gar nicht so viel am Platz ist. Ich teile mal meinen Bildschirm. Dann starten wir doch mal. Das Ganze heißt The Great MVP Swindle und warum es trotzdem helfen kann, kleine Schritte zu machen. Der Great MVP Swindle ist eine Referenz an eine Mockumentary über die Sex Pistols, die The Great Rock'n'Roll Swindle heißt, von Julian Temple aus den frühen 80er Jahren. Sehr lustiger Film, sehr zu empfehlen. Wer Mockumentaries mag und schrägen britischen Humor. First things first, vielleicht mal so die Konfusion, warum heißt der Typ so komisch? Hat er sich das ausgedacht? Will er uns verwirren? Nein, es ist tatsächlich so, der erste Teil meines Namens ist die bayerische Kurzform von Matthias. Der zweite Teil ist das tschechische Wort für Weide, also diese hübschen Bäume. Es ist kein Künstlername. Es hat niemand einfach Arzt-Kreppelsteine gezogen und in beliebiger Reihenfolge zusammengelegt. Ich heiße wirklich so. Genau, wir hatten es ja schon. Ich arbeite bei einer Firma, die heißt UX&I und wir kümmern uns um so UX-Produktentwicklungsgeschichten und Interfaces. Gleichzeitig bin ich noch an einem Institut in Berlin bei ARTOP als Dozent unterwegs und erzähle da so ein paar Sachen über UX-Usability und Produktentwicklung. Da will ich aber gar nicht so viel drüber reden, sondern ich will eigentlich über MVPs reden. Und ja, ihr wisst alle, was das heißt: Minimum Viable Product. Wir alle sind irgendwie davon heimgesucht seit mehreren Jahren. Gefühlt, glaube ich, seit 2 Jahren ist in jedem Projekt, in dem ich irgendwie dabei bin, ob in einer Mentorenrolle oder wirklich aktiv, operativ, immer wird irgendwie ein MVP gebaut. Aber oft werden ganz unterschiedliche Sachen darunter verstanden. Und deshalb habe ich mir gedacht, auch ein bisschen inspiriert von Jeff Patton, der sich das Thema auch schon mal gekrallt hat, ist es vielleicht an der Zeit, da mal aufzuräumen und ein bisschen näher ranzurobben, an was das denn auf sich haben könnte mit diesen MVPs und warum es vielleicht immer wieder zu Problemen führt, dass wir davon sprechen, dass wir einen MVP bauen. Wir starten mit diesem wunderbaren Bild hier. Das ist Washington überquert den Delaware. Ein dann doch beachtlich kitschiges Gemälde aus dem späten 19. Jahrhundert. Ne? Da sind diese Herren unterwegs und ich fand, es ist an Heroismus genau richtig, um die durchschnittliche Projektsituation in all unser Leben darzustellen. Weil so fühlen wir uns natürlich auch mit so Holzbooten über so vereiste Flüsse und so. Es ist ein Abenteuer. Wir sehen also, es gibt ein Team in dem Boot im Vordergrund. Es gibt dann natürlich auch einen Product Owner. Ihr merkt das sofort an dem gestrengen Blick in die Ferne, auf die Produktvision gerichtet. Er kann sich gar nicht so viel drum kümmern, um diese Ruderei um ihn rum, sondern er weiß eigentlich schon, wo die Reise hingeht. Es gibt einen leicht verzweifelt aussehenden Scrum Master, der irgendwie versucht, diese Fahne, vielleicht steht da das agile Manifest auf der Rückseite oder so, zusammenzuhalten. Und das Team rudert so auf den ersten Blick für den Laien. Ich bin jetzt kein Nautiker. Sieht vielleicht fast ein bisschen aus, als würden sie alle in unterschiedliche Richtungen rudern, aber gut, es gibt auf jeden Fall im Hintergrund noch andere Teams und es gibt, wie könnte es anders sein, im Jahre 2020 ein Lean-Portfolio-Management, das das Ganze steuert. Super. Was kann denn da noch schiefgehen? Und jetzt benutzen die wahrscheinlich alle irgendwann an irgendwelchen Punkten in diesem Projekt mal das Wort MVP, weil das ist ja das, was man da baut, ein MVP, und sagen solche Sachen wie: Wenn Sie das Team sind, ja, jetzt machen wir mal halblang, ist ja erstmal nur ein MVP. Ne? Also, wir haben seit 3 Sprints irgendwie hier keine End-to-End-Tests mehr gemacht. Und
ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich auch besser so, weil wir haben schon noch so ein paar Performance- und Skalierungsprobleme, wenn das Ganze nicht nur lokal läuft. Aber immerhin, wir haben diese eine API schon bedient von dem CRM-Modul. Das ist doch ganz gut. Also da ist MVP irgendwie sowas vielleicht auch, man sagt, man nimmt ein bisschen mehr technische Schuld auf sich, als man es normalerweise tun würde. Der Product Owner dagegen sagt, jetzt hört mal auf mit eurem Gejammer, mit diesen komischen End-to-End-Tests, das interessiert mich alles nicht, das Backlog ist mega voll, ich brauche von euch jetzt echt mal so ein MVP-Mindset, weil die Stories werden auch nicht weniger und ihr guckt jetzt bitte einfach mal, dass ihr ein bisschen Gas gebt und nicht immer über Qualität redet, weil wir wollen den Kram ja auch fertig bekommen. Der Scrum Master denkt im Zweifelsfall, er ist im falschen Film und hat sich gedacht, so eigentlich haben wir doch eine Definition of Done und da steht das doch alles drin. Und ich dachte doch eigentlich auch, dass wir ein MVP machen, oder? Irgendwie doch nicht, hallo? Die anderen Teams so, das kriegen wir über einen MVP raus. Ne? Die blöde API haben sie mittlerweile abgeschaltet, die dafür das CRM-Modul notwendig ist. Also das wird auch nicht mehr klappen, weil sie machen ja auch nur ein MVP und das Lean Portfolio Management sagt, nicht vergessen, Freunde, wir bauen ein MVP, verkünstelt euch mal nicht. Ja? Das mit diesem Forecast und Velocity, was ihr mir die ganze Zeit erzählt, das ist mir total scheißegal. Ja, im Foliensatz zum Kickoff, da stand ganz eindeutig, dass wir in Q3 live gehen. Und das wird gefälligst eingehalten, ja? Sonst rollen Köpfe. Also, wir merken, MVP kann irgendwie verschiedene Sachen heißen und das Ergebnis ist leider ganz, ganz oft dann das hier. Man rollt irgendwas aus und genau. Menschen, die das benutzen müssen, sind ein bisschen unglücklich und verzweifelt und der Kundendienst kann dann auch nicht mehr viel machen, als tröstend seine Hand auflegen. Warum ist das so? Oder wie konnte es überhaupt so weit kommen? Der Grund dafür ist auch ein bisschen darin begründet, dass es Konfusion rund um den Begriff gibt. Es gibt nämlich eigentlich zwei Definitionen von MVP und daraus resultiert dann noch eine dritte. Ich fange mal mit der ersten an. Das ist die ursprüngliche Definition. Die ist von einem Menschen, der heißt Frank Robinson. Der kommt aus der agilen Ecke, ist jetzt keiner von denen, Obermuftis, die uns das Manifest geschenkt haben, aber so erweiterter Dunstkreis, würde ich mal sagen. Und der hat schon im Jahre 2001 den Begriff eingeführt und geprägt und er definiert ihn als the right size product for your company and your customer. It is big enough to cause adoption, satisfaction and sales. Und dann erzählt er noch so ein bisschen mehr. Das Entscheidende ist aber, dass er sagt, es ist die richtige Größe, um damit Akzeptanz, zufriedene Nutzer und Umsatz zu generieren. Das heißt, ich habe irgendwas, das an einem Markt bestehen kann, Minimum Viable Product. Viable steckt ja auch so ein bisschen drin, dass es überlebensfähig ist alleine und mit dem ich wirklich Geld verdiene, dass es ein richtiges Produkt ist. Super. Verstanden. Mein Lieblingsbeispiel ist das erste iPhone. Wissen irgendwie, oder naja, so die Älteren unter uns, die wie ich schon graue Haare haben, werden sich vielleicht noch erinnern, dieses Ding, klar, es hat die Welt im Sturm erobert. Das konnte aber total viel nicht. Die erste Version dieses Betriebssystems konnte zum Beispiel kein Copy-Paste. Kann man sich nicht vorstellen. Ne? Ich konnte keinen Text markieren und den irgendwo einfügen. Das hatte auch keinen App-Store. Das heißt, ich war auf die, ich glaube, es waren 14, 15 Apps beschränkt, die vorinstalliert waren. Da konnte ich nichts dazu tun, sondern das Ding konnte das, was es konnte und das war da halt drauf und that's it. Und trotzdem würde niemand sagen, dass das erste iPhone in irgendeiner Art und Weise Kompromisse gemacht hat bei der Qualität. Was da also passiert ist, ist, es wurde ein aufs Wesentliche reduzierter Scope umgesetzt. Innerhalb dieses Scopes wurde aber das absolute Maximum an Qualität erreicht. Also die haben mit einer unglaublichen Akribie an diesem Betriebssystem gearbeitet, die haben mit einer unvorstellbaren Akribie an diesem, an dieser Hardware gearbeitet und die haben Touch als erste richtig hingekriegt, haben heute immer noch zig Patente auf Touch laufen, die dafür sorgen, dass sich Android-Telefone nicht so gut anfühlen, sagen wir dann immer ganz gerne, und haben sehr, sehr viel Energie drin, reingesteckt zu priorisieren und zu gucken, wie können wir das so klein schneiden, dass es am Markt erfolgreich sein kann und dass wir aber jetzt in dem ersten Schritt noch nichts bauen, was es nicht unbedingt braucht. Weil das kam ja dann alles. Ne? Mittlerweile kann es Copy-Paste, es gibt einen App-Store und.
Aber sie haben gewusst, wir brauchen es nicht für den Launch. Das war also priorisieren und Scope reduzieren. Eigentlich so eine ganz klassische agile Denke. Soweit, so wunderbar. Das Problem ist nur, im Jahre 2011 ist ein zweiter Herr aufs Tapet getreten, Eric Ries, der hat ein Buch geschrieben, The Lean Startup. Der hat auch MVP definiert, leider aber so ein bisschen anders. Deshalb auch nicht schlechter, aber halt anders. Er sagt nämlich, ein Minimum Viable Product ist das Inkrement, das wir ausrollen müssen, um validiert lernen zu können. Und zwar über unsere Kunden und unseren Markt, mit möglichst wenig Aufwand. Das heißt, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, muss das vielleicht sogar nicht mal ein Produkt sein. Das muss vielleicht sogar nicht mal viable sein, weil mir geht es ja eigentlich nur darum, dass ich was lerne. Mir geht es gar nicht ums Geld verdienen in dem Schritt, sondern mir geht es wirklich nur darum, Lernerfahrungen zu machen und Wissen zu generieren. Dafür gibt es schöne Beispiele. So ein klassisches ist so der Landingpage-MVP. Da wird immer gerne Dropbox zitiert, dass sie das gemacht haben. Die haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt, als ihre Technologie noch gar nicht so weit war, sie aber schon die Idee hatten, so Cloud Storage quasi zu demokratisieren und als Service anzubieten, E-Mail-Adressen eingesammelt und haben gesagt, hier Leute, guckt mal, wir haben hier so eine Idee, da könnt ihr das und das und das machen. Ihr könnt irgendwie euren ganzen Kram in der Cloud speichern, eure ganzen Dokumente und könnt die dann auf jedem Gerät, auf die zugreifen. Wenn ihr da Interesse dran habt, gebt uns doch mal eure E-Mail-Adresse. Um für sich einen Test zu haben, ne, wenn Leute das wirklich wollen, wenn da ein Markt ist für unser Produkt, dann werden sie uns ihre E-Mail geben und werden so eine Mini-Transaktion quasi eingehen mit uns. Hat funktioniert, sie haben dann Dropbox gemacht. Landingpage-MVPs kann man immer noch super machen. Es gibt ganz viele andere Varianten. Concierge-MVPs sind auch ein Klassiker. Da macht man irgendeinen Arbeitsschritt eben noch nicht automatisiert, sondern noch händisch. Also man bearbeitet zum Beispiel einen Bestellprozess noch im Backend wirklich per Hand, weil man sagt, das Volumen ist noch nicht so hoch. Der Automatic Turk, der Schachtürke kommt da auch her. Das ist eine super Geschichte. Auch so, ich glaube, 19. mittleres bis spätes 19. Jahrhundert. Es war angeblich ein Schachroboter, mit dem ein Ingenieur über europäische Fürstenhöfe getingelt ist. Und eigentlich saß da aber jemand drin und hat Schach gespielt. Und außenrum war halt, sah alles aus wie ein Automat, war kein Automat. Das ist also der Gedanke eines Concierge-MVP. Ich tue so, als hätte ich einen automatisierten Dienst. Eigentlich mache ich es aber per Hand, um erstmal Aufwand zu sparen und zu gucken, fliegt meine Idee? Wenn sie dann fliegt, dann kann ich es automatisieren. Sehr viel Minimum drin. Man könnte also so ein bisschen unterm Strich sagen, es gibt einmal Building to Earn, das ist Robinson, also bauen und Kohle zu verdienen mit meinem MVP. Und es gibt Building to Learn, das ist Rees. Ich will also lernen und will mein Wissen validieren. Der Shit ist jetzt nur, dass ganz, ganz oft genau darüber keine Klarheit herrscht und das überhaupt nicht. Es gibt nur dieses Wort, dass wir bauen einen MVP, aber kein Mensch hat sich Gedanken darüber gemacht, warum denn ein MVP? Wollen wir den Scope klein halten, um irgendwie schnell am Markt zu sein und Geld zu verdienen? Oder wollen wir eigentlich erstmal lernen und brauchen vielleicht was ganz anderes? Und wenn wir lernen wollen, was sind denn unsere Hypothesen und was sind unsere Fragen? In der Realität führt es manchmal leider dazu, dass Building to Burn, wie der geschätzte Kollege Rainer Sachs es mal so schön genannt hat, passiert, nämlich, dass man halt irgendwas baut mit minderer Qualität, aber dann doch ziemlich großem Scope, wo nichts händisch gemacht wird, sondern alles automatisiert und wo man später merkt, okay, das braucht eigentlich so richtig niemand und dann landet es in der Tonne. Und das ist doch irgendwie schade um die schönen Ressourcen. Und was zu der Konfusion sicherlich auch noch beigetragen hat, ist jetzt ein kleiner Ausflug rüber zu Henrik Knieberg, sind diese, kennt ihr auch alle, diese diversen Bilder mit so Fahrrädern, Skateboards und Autos, ne, über die man irgendwie sich vortrefflich streiten und nachdenken kann. Das ist eben das Original von Knieberg, wo er so sagt, so, ne, wenn du einen Reifen baust, ist der Kunde ja erstmal gar nicht glücklich und deshalb müssen deine Inkremente anders aussehen und du musst ein Skateboard bauen, damit das schon mal von A nach B kommt und dann kann man sich aber auch wiederum vortrefflich drüber streiten, ob dein Skateboard das gleiche ist wie ein Auto und ob man damit nicht vielleicht auch noch andere Sachen machen will. Und total super, Knieberg ist dann selber so ein bisschen zurückgerudert und hat einige Jahre später einen Blogpost geschrieben,
nochmal über dieses Bild und die Konfusion, die darüber entstanden ist. Und er sagt halt, avoid Big Bang Delivery. Ne? Das war ihm eine wichtige Botschaft dabei. Die würden wir wahrscheinlich alle unterschreiben. Start by identifying your skateboard. Also fang damit an, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, zu gucken, wo kommt denn eigentlich mein Wert her? Was ist denn der Wert, der für meine Nutzer und meine Kunden entstehen soll? Und finde ich am allerbesten, avoid the term MVP. Also sag am besten das Wort gar nicht, sondern, und das würde ich sagen, ist ein Prinzip, damit kann man echt mal gut in Projekte und ins Leben gehen. Use whatever terms are least confusing to your stakeholders. Das bitte ins Buch schreiben. Also immer Begriffe verwenden, die so wenig verwirrend wie möglich für eure Stakeholder sind und auch für alle anderen Leute, mit denen ihr redet, für euer Team. Nur weil ihr gerade dieses super neue Buch gelesen habt mit den 20 neuen Buzzwords, heißt das noch lange nicht, dass alle anderen Leute kapieren, was das heißt. Bin ich selber der größte Täter. Also genau, dieses Prinzip muss ich mir auch selber immer wieder vor Augen rufen. Bemüht euch um eine Sprache, die andere Menschen verstehen. Drei weitere Prinzipien habe ich neben dem von Knieberg auch nochmal mitgebracht. Und alle drei kreisen um das MVP-Thema und die drei können vielleicht helfen, zum einen ein bisschen glatt zu ziehen, warum das Ding denn eigentlich doch eine gute Sache ist mit den MVPs und wie man rangehen muss, damit es klappt. Das erste ist Think Big und Think Small. Klingt erstmal super, ne? Sehr beratermäßig, depends. Das zweite ist, starte mit Wert für den Nutzer. Das ist schon ein bisschen einfacher. Und das dritte ist, Probleme lösen, Probleme lernen. Fangen wir mal an mit Think Big und Think Small. Was steckt da dahinter? Dahinter steckt auch die Frage, wie wir eigentlich Probleme lösen. Und Problemlösungstheorie ist so also einer der Grundpfeiler irgendwie der Lernpsychologie. Da gibt es zig Modelle und zig Varianten. Wir nehmen jetzt mal eine von einem deutschen Psychologen, der heißt Dietrich Dörner. Und der unterscheidet bei der Problemlösung eigentlich drei Bestandteile, nämlich Ausgangssituation, Mittel- und Zielzustand. Und anhand von denen dekliniert er dann durch, was für Arten von Problemen und Lösungsansätzen es gibt. Er sagt also zum Beispiel, es gibt Situationen, da ist die Ausgangssituation klar. Da habe ich alle Informationen, die ich brauche, die mein Problem betreffen. Ich habe mein Problem verstanden. Ich habe das alles kapiert. Ich sehe, was Sache ist. Und ich weiß auch, was mein Zielzustand ist. So, ich weiß, da will ich hin. Und wenn ich dann noch alle Mittel zur Verfügung habe und mir der Weg sozusagen dahin klar ist, dann kann ich diesen Weg einfach beschreiten und das war's. Das ist das, was Dörner ein Tame Problem nennt. Ein zahmes Problem. Klassisches Beispiel ist, man ist irgendwie Expertin in irgendeinem Bereich, keine Ahnung, man ist Schreinerin und bekommt eine technische Zeichnung für einen Tisch, bekommt alles Material und eine Werkstatt zur Verfügung gestellt und jemand sagt, bau mal den Tisch, man weiß genau, wie das geht, Mittel und Weg sind völlig klar, Ausgangssituation ist klar, Ziel ist klar, das ist ein triviales Problem für eine gute Schreinerin, einen Tisch zu bauen. Soweit, so gut. Kompliziert wird es, wenn einzelne dieser Teile auf einmal nicht mehr so klar sind. Wenn also die Mittel unklar sind. Wenn man mir die technische Zeichnung von dem Tisch geben würde und das ganze Material hinstellen, dann wäre mir vielleicht die Ausgangssituation noch klar. Ich hätte vielleicht irgendwie auch eine grobe Vorstellung von diesem Ziel, aber ich hätte überhaupt keine Ahnung, wie ich zu dieser Lösung komme. Für mich wäre das also ein komplexes Problem. Und ich müsste mich da irgendwie ranrobben und versuchen, würde wahrscheinlich Trial and Error oder sowas machen und würde irgendwie versuchen, diesen Tisch zu bauen. Ich glaube, es wäre eine leidlich schöne Erfahrung für alle Beteiligten. Das Spannende ist auch, Tame Problems sind die, die sich mit künstlicher Intelligenz, von der wir die ganze Zeit reden, super lösen lassen. Bei Complex Problems wird es schon schwieriger. Soweit ist es ja schon mal gemein. Und dann gibt es das natürlich in allen Varianten. Also es gibt Zielzustand unklar, Mittel unklar. Das ist die Matheaufgabe, wo man die Aufgabenbeschreibung kriegt, aber im Unterricht nicht aufgepasst hat. Und bei der besseren Variante sind wenigstens noch die Mittel klar, wie man da hinkommt. Und es gibt die allerböseste Variante und der Begriff kommt jetzt nicht mehr von Dietrich Dörner, sondern kommt von einem anderen Menschen, Horst Rittel.
einem der Vordenker des Design Thinking, spannenderweise ein deutscher Planungswissenschaftler und Mathematiker, der dann irgendwie über Umwege über Stuttgart und Ulm in Stanford gelandet ist und da zum Thema Designtheorie geforscht hat. Sehr, sehr spannender Typ, rentiert sich sehr, den zu googeln. Er hat leider nicht viel veröffentlicht, nur ein paar Paper und es gibt ein paar Transkripte von Reden von ihm. Aber sehr spannend und Theorie, die bis heute sehr stark nachwirkt. Der sagt nämlich, es gibt Situationen, gerade in einem Design- und Planungskontext und ganz, ganz oft auch, wenn Technologie beteiligt ist, da habe ich die Herausforderung, dass weder die Ausgangssituation völlig klar ist, weil ich nicht alle Informationen habe, die ich bräuchte, weil ich mein Problem eigentlich gar nicht richtig verstanden habe. Noch sind die Mittel klar, mit denen ich irgendwie eine Verbesserung herbeiführen könnte oder eine Lösung. Noch könnte ich eigentlich definitiv sagen, wo will ich denn hin? Was ist denn, wie sieht denn mein Zielzustand dann aus? Das ist das, was Rittel ein Wicked Problem nennt. Seine Beispiele sind sehr große planerische Geschichten. Da geht es dann eben um solche Phänomene wie Klimawandel oder Bevölkerungswachstum oder Städteplanungsprobleme oder Energieprobleme im Energiesektor, also sehr große Geschichten. Meine These ist aber, dass auch ganz, ganz oft in den technologisch relativ anspruchsvollen und oft auch von den Geschäftsprozessen anspruchsvollen Bereichen, in denen wir unterwegs sind, wir es mit Wicked Problems zu tun haben, weil die Ausgangssituation schwer zu umgreifen ist, weil das Problem vielleicht eben noch nicht völlig verstanden ist, weil auch noch nicht so richtig klar ist, wie man da hinkommt. Es gibt eben kein Standardverfahren, um ein gutes Produkt zu bauen und weil wir auch noch nicht wissen, wo wir rauskommen werden, weil wir wollen ja lernen auf dem Weg und wir wollen ja irgendwie uns verbessern, während wir in der Entwicklung sind. Wicked Problems also. Und genau aus diesen Wicked Problems gibt es eben Auswege. So der klassische Ausweg aus der, so wie man früher ist, so gemein, weil es gibt ja noch genug Leute, die das immer noch machen, wie man früher programmiert hat, da, ne, da gab es dann halt Lasten- und Pflichtenhefte und Fachkonzeptionen und man hat im Grunde versucht, dieses Wicked Problem dadurch zu lösen, dass man einfach die Ausgangssituation, dass man den Zielzustand so detailliert wie möglich beschreibt. Also man sagt, ne, ich habe jetzt mal unabhängig davon, ob wir das Problem verstanden haben, das tut nichts zur Sache. Wir beschreiben jetzt einfach mal bis ins letzte Detail das Zielsystem. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn eigentlich das Problem noch nicht verstanden wurde und man noch gar nicht weiß, wo man langlaufen muss, um dann dahin zu kommen. Deshalb besser und deshalb klappt Agilität gerade in der Welt, in der wir leben und bei Technologieprojekten so gut und hat irgendwie angefangen, sich zu verbreiten. Ich mache erstmal einen kleinen Schritt und gehe nicht die ganze Strecke. Und denke halt in kleinen Inkrementen und gucke, was ist ein nächster kleiner Schritt, den ich gehen kann, um irgendwie vorwärts zu kommen. Weil ihr alle kennt auch dieses Bild mit der Mondrakete und der Abweichung. Eine minimale Abweichung, wenn ich die Rakete losschieße, führt zu einem unglaublich großen Verfehlen meines Ziels. Wenn ich halt eben keine Möglichkeit zur Kurskorrektur unterwegs habe. Sondern ich will diese Möglichkeit zur Kurskorrektur, das heißt, ich muss irgendwie kleine Schritte gehen und nach diesen Schritten wieder beobachten. Es gibt ja dann diese schönen PDCA-Zyklen, Plan, Decide, Control, Act und solche Geschichten. Ne? Also ich will irgendwie gucken, wo ich bin, Schritt machen, wieder gucken, wo ich bin, was hat sich geändert, nächsten Schritt machen. Think small in Schritten. Jetzt ist nur das Problem, wenn ich einfach nur kleine Schritte mache, weiß ich ja trotzdem noch nicht, wo ich hin will. Das heißt, wenn ich meinen ersten Schritt gemacht habe, und danach 4, 5, 6, 7, 10 unendlich viele weitere Optionen für Schritte habe, weiß ich nicht, welche ich nehmen soll. Weil mein Zielzustand ist mir ja unklar. Ich weiß ja eigentlich gar nicht, wo ich hin will. Und da ist es sinnvoll, mit sowas wie Produktvisionen oder Prinzipien zu arbeiten, die den Zielzustand zwar nicht detailliert beschreiben, aber die ihm eine Richtung geben und die ihn vielleicht so ein bisschen, ja, beleuchten oder erleuchten, wo ich halt sehe, okay, das, dieses True North, wie man im Englischen so schön sagt, das ist die Richtung, in die ich mich bewegen will. Da geht die Reise hin. Da muss ich noch nicht jedes Feature bis ins Letzte mit einem Mock beschrieben haben und auf 800 Seiten Feinspezifikationen runtergeklimpert, sondern ich weiß ungefähr, wo uns unser Weg hinführt. Und das reicht dann nämlich auch aus, um den nächsten Schritt zu definieren. Dadurch wird meine Auswahl
mit Sicherheit nicht so klar, dass ich sage, genau der ist es. Aber ich schränke sie ein. Ich habe auf einmal nicht mehr 10.000 Möglichkeiten, ich habe vielleicht nur noch 20. Weil ich weiß, die 20, die bringen mich so in die Richtung und die kann ich besser priorisieren und mich entscheiden. Und so gehe ich dann halt über kleine Umwege immer mehr in Richtung meinem Ziel. Und das ist das Think Big, nämlich Think Big im Sinne einer Produktvision in der Zukunft. Ich gucke, dass ich ein bisschen schneller rede, damit das mit den Diskussionen noch klappt. Produkte brauchen also Visionen. Es gibt eben diesen schönen True North Begriff und dann wurschtelt man sich da halt so durch seine Produktentwicklung durch. Das Wichtige ist, auch ganz wichtiger Gedanke, wenn ihr mit Produktvisionen arbeitet, ihr wollt nicht auf diesen Stern ankommen. Das ist ja auch klar. Der Stern soll euch eine Richtung geben. Das heißt, es geht eben nicht darum, das Ziel letztlich zu beschreiben, sondern es geht darum, zu beschreiben, wo man denn hin will. Will ich euch nicht vorenthalten, meine Lieblingsmethode oder Technik in dem Bereich klappt total gut und ist immer wieder zauberhaft, das zu machen, ist mit dem Team oder mit Stakeholdern ganz zum Anfang eines Projekts, kann eine Produktentwicklung sein, kann nur ein Teil eines Produkts sein, einen Brief aus der Zukunft zu schreiben. Also jeder setzt sich hin und schreibt den Brief eines begeisterten Kunden oder Nutzers aus der Zukunft, der sich beim Team bedankt für dieses tolle neue Feature. Fühlt sich im ersten Moment komisch an. Briefe schreiben macht man ja nicht mehr. Wirkt aber Wunder. Und da geht es natürlich auch darum, dieses Produkt in einer Visionsform besser zu beschreiben. Es geht aber auch darum, sich ein gemeinsames Verständnis zu erarbeiten. Ihr alle kennt diese schöne Illustration. Ganz kurz einmal so die wichtigsten Takeaways. Ne? Also das Gemeine an dem Bild oben links ist ja, I'm glad we all agree. Also die gehen davon aus, sie haben dieses Grundverständnis. Das heißt, sowas wie ein geteiltes Verständnis ist immer eine meistens falsche Grundannahme, die wir immer irgendwie alle haben. Wir gehen immer davon aus, wenn ich was sage, versteht der andere mich. Und wenn er was sagt, habe ich den Begriff genauso verstanden, wie er ihn gemeint hat. Weil sonst könnten wir nicht kommunizieren, sonst könnten wir nicht arbeiten. Aber ganz, ganz oft ist es halt nicht so. Und deshalb klappt dieser ganze Workshop-Schmu, den wir an der Backe haben, so super, weil in der Sekunde, wo wir das, was wir im Kopf haben, nach draußen packen und visualisieren, machen wir es besprechbar und durch diese Besprechbarkeit werden auf einmal die Unterschiede klar. Und wir merken so, oh, ups, ah ja, okay, so hast du das gemeint. Und dann können wir anfangen, daran zu arbeiten und zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen. Da müssen wir nur aufpassen, weil das unterliegt vielleicht auch wieder einem Wandel und kann sich auseinanderbewegen. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir immer wieder mal visualisieren und einen Abgleich machen und gucken, haben wir alle noch das Gleiche im Kopf, reden wir vom Gleichen. Das finde ich einer der wichtigsten Tipps. Also ich glaube, die größte Komplexität in den meisten Projekten, die ich so erlebt habe in meinem Leben, ist durch Missverständnisse entstanden und nicht durch irgendwelche anderen Sachen. Das also das Shared Understanding. Und jetzt nochmal ein kleiner Ausflug in eine andere Richtung, nämlich, ich hatte vorhin gesagt, den Nutzer in den Mittelpunkt tun. Und das sagt man ja auch gerade gerne und da gibt es unterschiedliche Modelle dafür. Eins davon ist dieses Dreieck. Manchmal gibt es das auch als Venn-Diagramm. Ich mag irgendwie das Dreieck lieber. Das sagt, es gibt Nutzer, es gibt Business- und Technologieperspektiven auf Produkte. Und zu jeder dieser Perspektiven kann ich eine Dimension dazu packen, was denn eigentlich ich betrachte, wenn ich sowas wie Projekterfolg bewerte. Auf der Business-Ebene wäre das Impact, also sowas wie, was ändert sich für meine Organisation, für mein Unternehmen. Auf der Nutzerebene wäre es Outcome, was ändert sich eigentlich im Leben meiner Nutzer und Kunden. Und auf der Technologieebene ist es Output. Was für neue Funktionalität kommt dazu, was ist technisch möglich, was vorher nicht möglich war. Die drei stehen in einer engen Beziehung zueinander, aber es ist eine spannende Frage, was ich mir jeweils angucke. Genau, und jetzt, Entschuldigung, das ging zu schnell, kommen wir, tada, wenn Star Trek-Fans anwesend sind, wir kommen jetzt zu einem Star Trek-Persönlichkeitstest für Unternehmen, TM, nämlich der Frage, wie sind wir eigentlich so drauf, wenn wir in die Produktentwicklung einsteigen und was ist unser Startpunkt und unser erster Blick? Die erste Variante ist Output First. Also das ist meistens sowas wie, wir haben eine klare Vorstellung von der Technologie und den Features und dem, was wir bauen wollen und jetzt haben wir eigentlich nur noch zwei offene Fragen, nämlich wie zur Hölle verdienen wir damit Geld? Und wie erklären wir unseren Kunden, dass sie das auch wirklich brauchen, was wir uns da ausgedacht haben? Das ist oft auch Capability-driven. Wir fangen einfach mal mit dem an, was wir können.
So, kann man machen, machen wir, braucht keiner, schade. Die Testvariante davon ist Indikation für einen starken Fokus auf Output oder sind wir Borg? Also wer mehr als zweimal Ja sagt bei diesen Fragen, es könnte sein, dass man in einem Borg-Schiff arbeitet. Das ist unter Umständen unangenehm. Vielleicht wurde man auch schon assimiliert. Will ich nicht hoffen. Was sind so typische Borg-Indikationen? Naja, Technologieentscheidungen treiben eben Projekte. Sind manchmal sogar der Startpunkt. Kennt auch jeder. Wir brauchen ein Blockchain-Projekt. Wir brauchen was mit KI. Alle anderen haben auch was mit KI. Wir haben jetzt da so ein teures Framework gekauft. Genau, der Watson-Vertreter war da und jetzt steht es hier rum und kostet sehr viel Lizenzkosten. Jetzt müssen wir auch was damit machen. Leistung und Fortschritt werden in solchen Projekten meistens mit so Pseudo-Kennzahlen, manchmal sogar immer noch sowas wie Lines of Code oder auch umgesetzte Features, Durchsatz und solche Geschichten bemessen. Also ne, da werden solche Sachen gesagt, ja, wie viel Prozent des Backlogs sind denn schon fertig und wie viel schaffen wir denn gerade und wie viel Output generieren wir? Agile Methoden werden total gefeiert im Borg-Kontext, finden Borg super, weil dadurch wird man ja schneller. Das ist ja das, mit dem die Agilisten gerne mal in das erste Verkaufsgespräch gehen. So doppelter Output bei gleicher Zahl Mitarbeiter. Ja, super, machen wir. Im letzten Sprint haben wir sogar noch mehr Stories geschafft. Da kommt auch so ein bisschen leider oft diese Cost of Delay-Denke hier. Ne? So, super, du musst ganz schnell sein und musst viel raushauen. Spannenderweise wird der Projekterfolg, obwohl man sich ja so der davon abgrenzen will, in so ganz klassischen, fast schon staubigen Projektmanagement-Parametern gemessen, wie Zeit, Scope, Budget, also ne, sind in Time und Scope hat auch alles geklappt. Und. Ist vielleicht gar nicht so geil, ein Borg zu sein. Die zweite Frage, Impact. Also, wir haben eine Idee, wie man Geld verdienen kann. Hat man ja manchmal. So jeder für sich. Manchmal haben das auch Unternehmen. Jetzt haben wir nur noch zwei Probleme. Die eine ist, wie können wir das technisch umsetzen? Das eine. Und das andere ist, wie bekommen wir unsere Kunden dazu mitzumachen? Weil irgendwie, ne, wenn jetzt nur wir sagen, wir haben das und wir können damit Geld verdienen, dann könnte es schwierig werden. Star Trek, der Trekkie wird es ahnen. Die Frage ist, sind wir Ferengi? Ferengi sein merkt man daran, dass so, ich nenne es mal böse, Pseudostrategien Projektentscheidungen bestimmen. Da werden so große Ziele formuliert, gerne auch sehr Buzzword-heavy, auf die dann eingezahlt wird, ist auch so ein tolles Wort. Also so Sätze fallen wie, die Community wird echt ein performanter Engagement-Driver, das kann ich euch versprechen. Die Messung von Leistung und Fortschritt fällt allerdings oft echt schwer. Die Ziele sind nämlich super global und der Beitrag der individuellen Maßnahmen ist total schwer zu isolieren. Also weil man halt irgendwie sagt, so ja, wir haben Marktanteil eingebüßt, aber eigentlich lag das jetzt an dieser einen App, die wir rausgebracht haben oder lag das eigentlich vielmehr an dem neuen Konkurrenten, der in den Markt eingetreten ist. Spannenderweise wird aber, obwohl das so schwer ist, trotzdem alles gerechnet und prognostiziert und hinter allem müssen irgendwie quantitative Daten stecken. Agile Methoden werden interessanterweise eher kritisch betrachtet, weil sie nur super schwer mit einer langfristigen Planung und so harten Business-Zielen vereinbar sind. Also kennt ihr vielleicht auch solche lustigen Sachen wie, naja, aber das war doch damals in der PowerPoint das Feature und im Umsetzungsplan, das wird jetzt gefälligst auch gemacht. Ist doch egal, dass es dreiviertel Jahr her ist. Projekterfolg, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber der muss eh immer vorhanden sein und ist interessanterweise auch immer vorhanden und es werden auch immer irgendwelche Zahlen gefunden, um das zu belegen, egal wie, es war ja teuer. Ferengi, vielleicht auch nicht so geil. Drittes, Outcome. Wir haben verstanden, was unsere Kunden brauchen und wie wir für sie Wert generieren und wie Wert für sie entsteht. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Wie kann ich das technisch realisieren und wie verdiene ich damit Geld? Gerade die zweite ist echt trivial, weil ich habe ja was gefunden, was Leuten was wert ist und was sie brauchen. Das heißt, wahrscheinlich werde ich es auch irgendwie schaffen, dass die mir Geld, Zeit, Aufmerksamkeit, ihre E-Mail-Adresse, was auch immer dafür geben. Und ich werde es irgendwie schaffen, damit Geld zu verdienen. In der Star Trek-Welt, das ist jetzt ein bisschen exotisch, das ist jetzt Next Generation Betazoiden, das sind diese Empathen, die so Gefühle nochmal viel, viel besser wahrnehmen können. Das ist Counselor Troy, eben aus Star Trek The Next Generation.
Sind wir Betazoiden? Arbeitet man in einer Betazoiden-Organisation? Und Hint, es ist eine gute Sache, wenn man das tut. Es macht Spaß und es ist erfolgsversprechend. Dann hat man nämlich eine nutzerzentrierte Innovationskultur gepflegt und die bedeutet oder bringt den Start in Produktentwicklung. Also ein tiefes Wissen darüber, was Kunden brauchen, was sie bewegt, welche Bedeutung die eigenen Produkte in ihrem Leben haben und wie man ihnen was Gutes oder was Besseres tun kann. Leistung und Fortschritt macht man dementsprechend an tatsächlich geschaffenem Wert fest. Das heißt, man guckt, wie man die Anwender begeistert und man guckt, was man ihnen wirklich bieten kann. Agile Methoden werden spannenderweise total wertgeschätzt und passen dazu super, weil die sagen ja, geh in kleinen Schritten voran und lerne. Und nichts ist besser, als in kleinen Schritten zu lernen, sich immer weiter zu nähern, um immer weiter zu optimieren und immer besser zu werden. Und das ist dann der letzte Punkt, in einem total engen Dialog mit diesen Kunden und Nutzern. Weil Projekterfolg wird durch einen tatsächlichen Austausch und durch eine tatsächliche Zufriedenheit bestimmt. Und an die komme ich halt nur ran, wenn ich mich mit diesen Menschen auseinandersetze und mit ihnen in Dialog trete. Also, wenn ihr irgendwas aus Star Trek sein könnt, seid ein Betazoide. Und jetzt noch als eigentlich fast schon letzten Gedanken, Probleme lösen, Probleme lernen, könnte man auch wunderbar einen ganzen Vortrag drüber halten. Das kennt ihr, kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist dieser Double Diamond. Das ist eine der vielen Arten und Weisen, wie Design Thinking sich gerne als so Ablaufdiagramm präsentiert oder präsentiert wird. Da unten die URL-Folien kriegt ihr danach. Das ist ein ganz großartiger Tumblr mit dem Titel Design Fucking Thinking. Der macht nichts anderes als Design Thinking Visualisierungen sammeln und das sind mittlerweile hunderte und alle sind natürlich irgendwie unterschiedlich und alle Phasen heißen anders und alles ist irgendwie alles mega verwirrend und aber alle sagen so, ja hier, das ist übrigens das Standardrezept, das musst du machen und wenn du die 4 Schritte hintereinander machst, ist alles gut. Und der Double Diamond, wie die meisten anderen auch, charakterisiert sehr stark, es gibt eine Problemverständnisphase und es gibt eine Lösungsfindungsphase. Und die sind voneinander getrennt. Das heißt, wir müssen erstmal das Problem verstehen und dann können wir anfangen, für das Problem eine Lösung zu finden. Und irgendwie ist das auch richtig und irgendwie ist das auch gut. Und Horst Rittel sagt, auch solche Sachen wie, ne, nur wenn du das Problem verstanden hast, kannst du eine gute Lösung dafür bauen. Und der geht sogar so weit und sagt, im Grunde, wenn du das Problem verstanden hast, ist die Lösung trivial. Die ergibt sich von selber. Also wenn du es wirklich so richtig, richtig kapiert hast, dann ist es eh so klar, wie die Lösung ausschaut. Und das kennt ihr sicherlich auch aus Workshops oder anderen Kontexten. Damit wird dann auch super oft argumentiert. Ne? Also man ist gerade in einem Workshop mit einem Problemfokus, man will irgendwie den Nutzer besser verstehen und wehe, irgendjemand ist ein Heretiker und sagt sowas wie, ah, wir könnten doch vielleicht irgendwie so einen coolen Algorithmus bauen, der denen dann Empfehlungen macht oder sowas. Dann, Oliver, tut mir leid, du bist jetzt gerade im Lösungsraum. Und wir wollen nicht im Lösungsraum sein, wir sind im Problemraum. Und dann schämt sich Oliver dafür, dass er eine Idee gehabt hat, vielleicht war es sogar eine gute Idee, und hält die Klappe und ist mit den anderen Kindern weiter im Problemraum. Ihr merkt, das triggert mich ein bisschen. Also die Leute, die ein bisschen weiter sind, machen dann sowas wie, sie sammeln immerhin diese Ideen und kleben die irgendwie hin, irgendwo hin, damit man die für später noch hat. Das Spannende ist aber, dass so jemand wie Mr. Rittel sagt, eigentlich können wir als Menschen mit den Gehirnen, die wir so haben, das gar nicht so richtig trennen. Eigentlich verschmilzt das total, denn das ist so schön, jede Aussage über das, was gesollt werden soll, korrespondiert mit einer Aussage darüber, wie das bewerkstelligt werden soll. Problemformulierung geht Hand in Hand mit der Entwicklung eines Lösungsvorschlags. Das heißt, wir können gar nicht anders, als die ganze Zeit auch immer irgendwie in Lösungen denken und durch dieses Denken in Lösungen zu versuchen, unser Problem besser zu verstehen. Das heißt nicht, dass man keine Problemanalyse machen muss, im Gegenteil. Das heißt aber auch, dass diese beiden Phasen viel, viel mehr verschmelzen und dass es uns oft gut tun würde, genau das zuzulassen und halt, wenn jemand eine gute Lösungsidee hat, mal kurz bei der zu bleiben. Das heißt ja nicht, dass man die umsetzen muss. Das sagt er mit keinem Wort. Das sagt nur, man spielt die mal als Gedankenspiel durch und sagt, ja, was würde denn passieren, wenn wir einen
wenn wir personalisierte Empfehlungen in den Bereich bauen würden, dann könnte das und das und das passieren. Und das wäre aber wiederum schlecht, weil damit hätte ja niemand gerechnet. Zack, ich habe mein Problem ein bisschen besser verstanden und kann vielleicht wieder über das Problem reden und dann zur nächsten Lösung kommen. Also mehr verschmelzen lassen, mehr als Dialog sehen und nicht als so eine komische Sequenz. Und vor allem, das ist jetzt das vierte Prinzip sozusagen, keine Mittel ohne Zweck. Wenn ihr ein MVP macht oder über Lösungen und Probleme nachdenkt, egal was, aber vor allem bei MVPs, überlegt euch immer, dieser MVP ist gerade ein Mittel und ich verfolge damit einen Zweck. Und wenn euer Zweck ist, Geld zu verdienen und schneller am Markt zu sein, dann baut ihr ein MVP to earn. Dann müsst ihr total gut über Scope nachdenken, über Qualität, über sowas wie Alleinstellungsmerkmale, darüber, wie ihr am Markt erfolgreich sein könnt. Wenn ihr ein MVP to learn baut, müsst ihr super gut drüber nachdenken, was ihr denn lernen wollt. Was sind denn eure Fragen? Und von wem wollt ihr lernen? Von welchen Kunden, von welchen Nutzern? Und wie bekommt ihr das wirklich gut raus? Also schärft diese Fragen und testet nicht einfach nur in der Welt rum. Genau, denn am Ende des Tages, ne, sonst gerät man in so ein komisches Buzzword-Ding rein und verkauft nur noch so komische Modern Agile MVP-Centered Hypothesis-Dinger und so arme Unternehmen sagen, uiuiui, also eben rechts sieht man den CEO und den CTO eines DAX-Unternehmens und in der Mitte ist ein Berater abgebildet. Genau, ich hatte es angedroht, es kommen noch ein paar Buchtipps. Eine Kollegin hat letztens gemeint, Telefonate mit dir sind immer so teuer, weil danach kauft man sich immer zwei Bücher, Minimum. Ich habe euch ein paar mitgebracht, drei für Building to Earn und drei für Building to Learn. Building to Earn, sehr ans Herzen gelegt, Competing Against Luck, ist nicht dick, sind so 180 Seiten, ist sehr schön geschrieben von Clayton M. Christensen, der tragischerweise relativ jung dieses Jahr verstorben ist und der ist so eigentlich der Vordenker von Jobs to be Done und vor allem von dem Theorieteil dazu. Also es gibt Jobs to be Done ja so als Vorgehensframework, von so ein paar anderen Leuten, wo dann sehr genau wieder beschrieben wird, welche Sequenz muss man machen. Es gibt aber auch eine Theorie dazu, die, ihr kennt vielleicht diese Milkshake-Story und die und viele andere Geschichten und viele andere theoretische, sehr gute Gedanken darüber, wie Produkte funktionieren und was sie für eine Rolle im Leben von Menschen spielen, sind in diesem Buch. Das ist eine tolle neue Perspektive auf Produktentwicklung. User Story Mapping von Jeff Patton ist auch super. Da geht es um weit mehr als User Story Mapping. Und wer tiefer reingucken will, wie Apple das iPhone gebaut hat, das erste, dem sei Creative Selection von Ken Kusienda sehr ans Herz gelegt. Der war nämlich in dem Entwicklungsteam. Der war sowohl in dem ersten Safari-Entwicklungsteam und hat da auch spannende Geschichten in dem Buch, war dann auch in dem Team, das das erste Betriebssystem fürs iPhone gebaut hat. Und es ist ein wahnsinnig spannender, teilweise auch erschreckender, aber unglaublich lehrreicher Blick da rein, wie Apple unter Jobs Produkte entwickelt hat. Das ist wirklich ein tolles Buch. Wenn es euch um Building to Learn geht, seien euch die drei ans Herzen gelegt. Zwei von Jeff Gotthelf und Josh Seiden, einmal Lean UX und einmal Sense and Respond. Da geht es sehr viel darum, wie man datengetrieben arbeitet, wie man schnell lernt, wie man eben auch solche Sachen macht, wie gar nichts Fertiges bauen, sondern nur so ein Concierge-MVP oder ein Landingpage-MVP, um eine Frage beantwortet zu bekommen. Und eben so ein bisschen der Klassiker, der Lean Startup von Eric Ries, das auch sehr cool ist. Und dann noch ganz, ganz kurz, so halb in eigener Sache, wenn ihr das spannend fandet und mehr davon wollt. Es gibt auch ein Training dazu, wo es genau um solche Fragen geht. Das heißt UX Thinking, das gibt es bei ATOP und da singen wir auch. Also singen müssen immer nur die Leute, die zu spät kommen. So, genau. Und das war's von mir.